Das WB-Gespräch von Willi Sauer-Bott wird Ihnen präsentiert von der Mobiliar Generalagentur Willi Sauer-Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region, der GUT AG Gebäudetechnik und der Swiss Chrono AG in Menznau. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum WB-Gespräch, am aktuellen Monatsinterview von Willi Sauer-Bott. Seit dem 24. Februar von dem Jahr ist die Welt eine andere. Nach einem brutalen Überfall von der russischen Armee auf die Ukraine ist die sicherheitspolitische Lage der Welt völlig verändert. Und das betrifft auch die Schweiz. Ich freue mich, an dieser Stelle eine kompetente Sicherheitspolitikerin zu begrüßen, Dida Glanzmann, Nationalrätin von Altishofen, jahrelanges Mitglied, zeitweise auch Präsidentin der Sicherheitspolitische Kommission vom Nationalrat. Herzlich willkommen. Danke vielmals für die Einladung. Frau Glanzmann, Sicherheitspolitik, Armee, Landesverteidigung sind ja die letzten Jahre nicht gerade so oberst auf der Traktandenliste gestanden. Und Sicherheitspolitikerinnen und Politiker wie Sie sind fast schon ein bisschen, ja, kann man sagen, so ein bisschen belächelt worden. Jetzt hat das radikal gekehrt in nicht wenigen Tagen. Das ist ein bisschen blöd vorgeflogen, aber empfindet man auch eine gewisse Genugtuung oder eine Bestätigung, dass man auch gleich für richtige Sachen gekämpft hat? Ja, ich denke, es ist vor allem unserer Partei, ich weiss, ich habe manches Jahr gekämpft für die Sicherheitspolitik, bin im Präsidium gewesen und habe gesagt, die Sicherheitspolitik müsste weiter oben sein bei den Traktanden, also bei den Prioritäten. Und da hat man immer gesagt, ja, ist nicht so wichtig. Und wo man dann Bundesrätin sogar kein, habe ich gefunden, also mit der Bundesrätin zusammen müssten wir in der Sicherheitspolitik eine höhere Priorität geben. Man hat auch dort noch ein bisschen gelächelt und hat es nicht so wahrgenommen. Und während der letzten Session ist ausgerechnet unser Parteipräsident gekommen, hat ein Papier hingelegt und hat gesagt, Sicherheitspolitik ist jetzt die oberste der Prioritätenliste. So schnell kann das ändern, mit einem tragischen Hintergrund selbstverständlich. Aber kann man zusammengefasst sagen, jetzt rückblickend ist mir immer gescheit, die Schweiz hat da zu wenig gemacht. Seit dem Mauerfall 1989 hat man die Sicherheitspolitik vernachlässigt. Wir hatten natürlich eine andere Ausgangslage gehabt. Wir sind ja immer davon ausgegangen, in Europa gibt es in absehbaren Zeiten keinen Krieg. Also wir haben ja dann viele Diskussionen gehabt, wo man gesagt hat, ja, also rings um uns herum haben wir nur Freunde und es kann gar nie etwas passieren. Und man hat das gar nie so angeschaut, dass es wirklich mal gefährlich sein könnte. Wir haben auch unser Armeebudget, um es mal auf 6 Milliarden Euro da haben, haben wir einen rechten Kampf gehabt. Wir hätten das nicht wollen. Wir hätten das, sogar der Bundesrat hat immer wieder gekürzt. Und jetzt plötzlich merkt man, wir können nicht mehr so weitermachen. Wir müssen wirklich davon ausgehen, dass wir auch mehr als Schweiz mal in einem konventionellen Krieg verwickelt sein können. Und dass wir überhaupt einen konventionellen Krieg haben in Europa, das hat überhaupt niemand gedacht. Sie haben es angesprochen, das Militärbudget war immer ein Armeebudget-Thema, das umstritten war. Jetzt sind Forderungen gekommen, jetzt nach der neuen Lage, nach einer deutlichen Erhöhung. Ich denke, Sie teilen die Ansicht, dass man jetzt hier Massnahmen ergreifen muss. Ja, ich glaube, wir haben jetzt eine gute Alternative verabschiedet, das letzte Mal in der Kommission, wo man gesagt hat, bis 2030 will man mindestens auf 1% vom BIP aufstocken. BIP, also Bruttoinlandprodukt. Man hat gesagt, so hat eigentlich das VBS die Möglichkeit, das nächste Jahr auf einen Teil dazuzunehmen. Sie haben Projekte, die man reinnehmen kann. Sie haben auch Berichte, Schutz von der Bodentruppen, die man umsetzen kann. Das kann man sofort umsetzen. Und diese Sachen kann man vorziehen. Die hat man eigentlich alle jetzt gestaffelt. Später dann angeschafft und das kann man jetzt eigentlich kleiner machen. Von dem her ist das realistisch und ich bin überzeugt, im National- und im Ständerat wird das auch durchgehen. Verstehe ich das richtig? Also am Anfang hat es ja so getönt, man gibt einfach mal Geld, ungeschaut fast, dass man schon auf der Basis von einem Konzept sagt, das und das braucht sie ja überhaupt und man gibt nicht einfach Geld. Also ist das die Idee, wenn ich das jetzt richtig verstehe? Ja, also ich hätte den Vorstoss 7 Milliarden sofort für die Armee nicht können so unterstützen, weil wir gewusst haben, das kann man gar nicht so umsetzen. Also da hat die Armee einfach Geld gehabt und hat nicht gewusst, was machen damit. Aber jetzt so hat eigentlich Bundesrätin oder das VBS Möglichkeiten, das gestaffelt zu machen, das Geld einzusetzen, wenn es braucht.
Und wenn sie dann 2030 bei 1% vom BIP sind, ist das auch realistisch. Konkret um Geld geht es nächstens bei der Abstimmung für Kampfflüger vom Typ F-35, wo ja grundsätzlich sind ja die Flüge bewilligt. Jetzt gibt es einen Entscheid quasi über den Typ. Frau Bundesrätin Amherd hat den Referendumskomitee sogar aufgefordert, auf das Referendum zu verzichten. Ist das nicht demokratiepolitisch ein bisschen fragwürdig? Oder? Ja, in der Schweiz haben alle die Möglichkeit, eine Initiative zu machen. Es ist eine Initiative, nicht ein Referendum. Das Referendum, über das haben wir ja schon abgestimmt und das ist angenommen worden, knapp, aber es ist angenommen worden. Es wäre eigentlich auch Demokratiefrage, also man könnte auch mit der Demokratie fragen, ist denn die Initiative jetzt gerechtfertigt, oder wenn man das schon mal angenommen hat. Ich denke aber, im jetzigen Zeitpunkt wird die Initiative keine Chance haben, vor allem, weil wir jetzt die Armeebotschaft verabschiedet haben. Also wir haben die in der, wir sind uns vorgestellt worden in Emmen, Flugzeug und Bodenluftabwehr. Der Ständerat wird jetzt beraten, wird in der Sommersession darüber entscheiden, wir im Herbst. Und es wird einen Zusatz hineingeben, dass wir, wenn das in den beiden Räten beraten ist, wenn es fertig beraten ist, dass man dann sofort den Vertrag unterschreiben kann, Initiative hin oder her. Also die Initianten, ich weiss nicht, ob sie die Unterschrift wirklich noch nicht haben oder ob sie sich zieren, die einzureichen. Das ist ein Auszögern vom Ganzen. Die Offerte läuft bis im März 2023 von diesen Flugzeugen. Und wir könnten das dann nicht mehr bestellen. Weil das würde dann nicht drin liegen. Also vor der Wahl, das nächste Jahr, gäbe es die Abstimmung nicht mehr zu dem F-35. Und wenn ich jetzt gesehen habe, wer alles F-35 kauft, sind wir, glaube ich, nicht so schlecht bedient mit dem. Italien hat sie schon. Die haben uns übrigens vorgeführt in Emmen. Deutschland hat bestellt. Und Finnland hat bestellt. Also in Europa sind es mittlerweile 7 oder 8 Länder, die F-35 haben. Da könnten wir natürlich eine eigene Sendung darüber machen. Wird sicher auch noch das Thema sein in den nächsten, wenn nicht eine Woche. Vielleicht noch etwas ausgeweitet. Wo sehen Sie sonst Mengen? Oder wo jetzt nebst den dringenden Kampfflugzeugen aus Sicht der Armee, ist der grösste Bedarf jetzt für die Armee in den nächsten Jahren? Also wir haben sicher Rüstungslücken. Wir haben Rüstungslücken am Boden, wo wir zum Teil wirklich veraltetes Material haben, das man dringend ersetzen muss. Und das, denke ich, kann man mit dem zusätzlichen Budget machen. Wir haben aber auch sicher noch Nachholbedarf. Das ist im ganzen Cyberbereich. Da gibt es neue auch einen Bericht dazu, wie man alles machen will. Wir haben in den letzten Jahren enorm viel gemacht. Es gibt einen Cyber-RS, es gibt Weiterbildungsmöglichkeiten an der ETH in Lausanne. Über das Militär kann man eine Ausbildung machen zu der ganzen Cybersicherheit. Also dort hat man sicher viel gemacht, aber die kann man immer noch mehr machen. Und ich glaube, von dem her ist die Armee wirklich gut bedient, wenn sie einfach wirklich schaut, dass sie sich weiterentwickeln kann. Ein Thema, das auch immer wieder ist, ist die ganze Desinformation. Das merken wir ja jetzt vor allem in dem Krieg, ja. Oder, was da alles passiert. Und das ist auch in der Schweiz ein Thema. Ein anderes grosses Thema momentan ist die Beziehung zur NATO. Gerade die Mitte-Partei, die FDP, GLP, also eigentlich die politische Mitte, fordert ziemlich stark also eine Annäherung an die NATO. Kommt laut jüngsten Umfragen auch im Moment von der Bevölkerung recht über? Haben Sie das Gefühl, das ist ein Weg, der sich durchsetzen wird? Ja, es ist ja spannend. Wir haben ja jetzt schon recht viel Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen. Also wir trainieren heute schon mit unseren Flugzeugen im Ausland, mit anderen Staaten zusammen trainieren. Und ich denke, gerade wenn wir jetzt noch einen Flugzeugtyp haben, den andere Staaten auch haben, wird sich das noch mehr abzeichnen, dass man noch mehr zusammen macht. Wir können auch in anderen Bereichen mit der NATO zusammenarbeiten. Und wenn wir einmal in einen kriegerischen Konflikt involviert wären, wären wir so oder so mit drin und kämen gar nicht darum herum, mit denen zusammenzuarbeiten. Aber ich denke, man kann das heute machen. Österreich macht das auch. Ist ein unabhängiges Land und hat aber verschiedene Zusammenarbeitsmöglichkeiten. Wo ich noch gesehen habe, eben auch Cyberbereich ist auch etwas. Ich habe gerade vorher das Kommuniqué gesehen, wo wir jetzt wieder in Tallinn zusammenarbeiten, mit 34 anderen Staaten zusammen. Es sind unsere von der Armee auch dort und tun in diesem Bereich wieder zusammen
so eine Art Wettbewerb machen. Und das letzte Jahr hat auf jeden Fall die Schweizer Hände gewonnen. Also es ist von dem her ganz wichtig, dass man auch dort dabei ist und mitmacht. Kommt natürlich automatisch die Frage nach der Neutralität, die ja politisch, je nach politischem Lager unterschiedlich ausgelegt wird. Ist das für Sie kein Problem? Also für die Schweizer ist Neutralität, wenn man näher an die NATO sich dort anlehnt oder eine verstärkte Zusammenarbeit würde anstreben? Also ich habe es gerade vorhin angetönt. Österreich arbeitet mit der NATO recht viel zusammen. Ist übrigens ein neutrales Land und hat seine Neutralität behalten, auch mit der Zusammenarbeit mit der NATO. Und für mich ist das kein Problem. Ich bin übrigens selber Mitglied der NATO-Delegation und ich werde im Mai werde die Möglichkeit haben, wir werden uns in Vilnius treffen, wo wir alle Parlamentarier von den verschiedenen NATO-Staaten uns treffen und Diskussionen haben zum Thema Sicherheit. Es wird sicher eine spannende Diskussion werden, weil der aktuelle Konflikt natürlich sicher im Mittelpunkt wird stehen. Ein anderes Thema vielleicht noch. Die Armeeführung beklagt regelmässig, dass sie ja zunehmend Mühe hat, genügend, also ihre Bestände genügend zu sichern. Das ist in den letzten Jahren immer zurückgegangen. Wo sehen Sie da Lösungsmöglichkeiten? Also es gibt schon Lösungsmöglichkeiten. Auf der einen Seite gibt es Lösungsmöglichkeiten, dass man, wenn die Weiterentwicklung der Armee abgeschlossen ist, über neue Dienstpflichtsysteme nachdenken. Da gibt es so Systeme oder Vorschläge jetzt vom Bundesrat, Zusammenlegung Zivilschutz-Zivildienst oder auch neue Dienstpflichtmöglichkeiten, so analog Norwegen, dass man sagt, man hat eine Dienstpflicht für alle, aber man holt dann die Leute, die man braucht. Wäre die spannende Ausgangslage und ich denke, über das werden wir sicher diskutieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch, dass wir die Informationstage der Armee für die Frauen die obligatorisch machen. Das geht nicht einfach so, weil die Frauen haben keine Dienstpflicht und darum müsste es eigentlich von dem her sogar eine Verfassungsänderung geben, dass man es machen kann. Man sucht jetzt einen Weg, dass man es machen kann. Die Offiziersgesellschaft, wenn ich richtig informiert bin, hat sogar so etwas gefordert wie eine Dienstpflicht auch für Frauen. Ja, ich denke, man hat auch, ja, es gibt auch eine Dienstpflicht, die gefordert wird für die ganze Gesellschaft. Aber dort ist dann wieder die Frage, können wir das überhaupt machen? Entspricht das überhaupt dem Menschenrecht? Also da kommen dann plötzlich auch Sachen pro und contra, die man auf den ersten Blick nicht anschaut. Und für mich ist eines der grössten Hindernisse, dass man das machen würde, Dienstpflicht für alle, dass man die freiwilligen Arbeit torpedieren würde. Gehen wir wieder am Anfang zurück zum Krieg in der Ukraine, der die ganze Diskussion ausgelöst hat. Ihrer Meinung nach, der dritte Bundesrat in dieser Situation entschieden genug auf gegen Russland. Am Anfang hat er ja ein bisschen gezögert, dann ist es relativ rassig gegangen. Müssen wir aus Ihrer Sicht noch mehr machen oder ist das der richtige Weg, den die Schweiz im Moment geht? Ich glaube, der Bundesrat war schon ein bisschen zögerlich. Und wir haben ja dort am Anfang der Session auch gesagt, dass man einen Vortritt vom Bundesrat, dass er die Sanktionen mittragen muss. Mittlerweile haben sie wieder Sanktionen beschlossen. Was ich ein bisschen vermisse, ist, dass unser Bundesrat jetzt trotzdem einfach wirklich halt Lösungen sucht, dass wir unsere guten Dienste, die wir immer davor haben, wirklich auch anbieten können. Das heisst nicht, wenn wir Sanktionen haben gegen Russland, dass wir das nicht machen können. Man kann genau gleich seine Netzwerke pflegen, man kann genau gleich schauen, ob man Gespräche in der Schweiz machen kann. Mittlerweile macht man sie in der Türkei oder in anderen Ländern. Ich finde das eigentlich schade, dass die Schweiz diese Chance verpasst hat. Und da muss ich sagen, das tue ich auch ein bisschen in unserem Bundespräsidenten ankreide. Es wäre jetzt an ihm, da mögliche Massnahmen zu ergreifen und halt die Kontakte zu knüpfen. Und das hat nichts mit Neutralität zu tun, weil es Gegenseite ja sehr prominent immer wieder sagt, dass wir eigentlich die Schweiz eben die Rolle verloren hat, weil sie eben die Sanktionen jetzt mitnehmen. Ja, also Russland tut uns natürlich überall Massregeln, oder? Die tun uns überall sagen, wir sind nicht mehr neutral. Ich denke, man kann den Stier bei den Hörnern packen und halt sagen, so, wir reden miteinander. Anstatt einfach zu sagen, ja, jetzt sagen die, wir sind nicht mehr neutral. So kommen wir nicht weiter, oder? Und ich glaube, mit der Ukraine zusammen könnte man sicher etwas erreichen. Und ich bin auch überzeugt, dass wir auch mit Russland zusammen etwas erreichen können. Russland weiss genau, dass die Schweiz recht viel Vermögen hat drinnen
die sie jetzt gespürt haben. Also, wir können schon sagen, wir sind das beste Land in Europa. Wir haben auch am meisten Geld da drin. Und wir haben auch Ölfirmen, also Rohstofffirmen da drin, wo man von dem her halt wirklich, wo man eigentlich auf uns angewiesen ist. Also, das könnte man auch in die Waagschale werfen. Da sind Sie nicht ganz so pessimistisch für die Zukunft. Sieht ja jetzt gerade die Kriegslage ja eher schlimmer wieder aus, dass man da gleich halt noch zu einer friedlichen Lösung mittelfristig kommt. Ich bin nicht so optimistisch. Manchmal ist fast ein bisschen ohnmächtig, wenn ich denke, was man da alles macht. Auch die Aussagen, die ich höre von Russland. Also, und trotzdem darf man es ja nicht unversucht lassen, halt über Gespräche gleich noch einen Weg zu finden. Aber das ist für mich im Moment sehr oft einfach eine Ohnmacht. Ja, das geht uns, glaube ich, allen so, die da müssen, quasi zuschauen müssen. Hoffen wir auf Besserung. Hoffen wir, dass die Schweiz sich auch hier positiv kann einsetzen für einen Frieden, der dringend nötig wäre. Herzlichen Dank für das Gespräch in der ganzen und alles Gute in einer weiteren politischen Tätigkeit. Danke noch. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war es wieder vom WB-Gespräch vom Monat April. Ich hoffe, ich darf Sie auch in einem Monat wieder begrüßen da und wünsche Ihnen inzwischen eine schöne Frühlingszeit. Danke vielmals. Das WB-Gespräch von Willisauer Bot ist Ihnen präsentiert worden von der Mobiliar Generalagentur Willisau-Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region, der GUT AG Gebäudetechnik und der Swiss Chrono AG in Menznau.